So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge From the Mind Clone. Lava! Siehst du? Mal gucken hier. Jetzt habe ich wieder Stereo. Ein Blub. So, gehen wir einfach mal nach Hause. Und hoffen mal, dass dafür nicht so sehr von Monstern aufgeschreckt werden. Und dann versuchen wir mal, sobald wieder Tag ist. Ich meine, jetzt haben wir mehr als genug Kohle. Das heißt, jetzt können wir mal die Steinproduktion in Angriff nehmen. Und dann unser Haus endlich mal in Angriff nehmen, sozusagen. Was auch ein Grund ist, weswegen ich ganz froh bin, dass wenn unser Haus endlich mal fertig ist, können wir nicht im Schlaf überrascht werden. Vor allen Dingen, weil ja auch unsere Kisten so nah sind, ne? Das heißt, wenn uns da ein Creeper erwischt, dann potenziell auch unsere Kisten. Was vielleicht gar nicht so clever war, das so zu bauen. Genauso wie Fische da nicht so clever sind, ne? Also, was machen die eigentlich? Tanzen die? Wir brauchen. Haben wir schon irgendwie Cleans? Ja, 24 haben wir schon. Das reicht garantiert voll aus. Wir haben gerade mal 29 Kohle. Ich dachte, wir hätten schon mehr. Achso, wir haben ja schon ordentlich hier gehortet. Gut, das heißt, wir können. Na, ich verbaue erstmal. Ach Gott, Alter, erstmal hier mein Inventar aufräumen. Das ist hier Katastrophe. So. So, das sieht doch schon viel besser aus. Okay. Das heißt, jetzt haben wir hier unser polierten Stein. Brauchen halt noch unendlich viel mehr. Wie viel haben wir gesagt? Wir brauchen noch mindestens 180. Echt zu viel? Holy shit. Oh Mann, oh Mann. 180 Steine. Ich glaube, da brauchen wir doch noch ein bisschen mehr Kohle. Oder? Ah, nee, doch. Kohle müsste reichen, aber jetzt nicht so pralle. Okay, wir haben schon eine Menge Clean Stone. Das heißt, für Clean Stone brauchen wir gar nicht mehr machen. Dann reicht natürlich auch die Kohle länger. Dann können wir die beiden Stacks hier direkt nehmen. Das hier auch. Da haben wir auch noch ein Stack. Jo. Das sollte doch reichen. Das heißt, du kommst da komplett rein. So. Bam. Da haben wir 120. Mach mal hier erstmal nur so 32 rein, da ich noch nicht überzeugt bin, dass wir alle brauchen werden.
Und jetzt wieder eine Nacht drüber schlafen. Mann, oh. Da werden alle Steine mit einmal fertig. Jetzt müssen wir wieder warten. Na gut. Machen wir so lange schon mal das Beet. Darum wurde ich ja gebeten. Oh mein Gott. I'm so funny. Jetzt folgt mir jetzt das Pferd, ne? Weil ich Schild in der Hand habe. Meine Fresse. Geh mal weg hier. So, folgt mir jetzt auch noch. Hä? 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 Oh, erstmal Mundhygiene kontrollieren. Bäh. Komm dich hier nicht runter, du. Praktisch. Ach schon. So. 60 Kartoffeln. Ja. Oder auch nicht mehr. Alter! Ist aber feiernd hier. Da kriegst du ja Paranoia. So, guck mal, die Hälfte liegen gelassen. So, alles voll mit Kartoffeln. Sieht doch geil aus. Bam. Bam. Die können auch erstmal weg. So. Ach komm. Das dauert so ewig. So. Die Frage ist, was mache ich? Weil das soll ja ein großer Raum sein. Die drei hier soll ja ein großer Raum sein. Mache ich den Übergang oder. Nee. Okay, das heißt natürlich, dass ich dann noch mehr Steine brauche. Das wird ein Spaß. Frage ist doch, aus welchem Material ich die Wände hier mache. So viele Fragen. Ich glaube, die Wände mache ich einfach aus Holz, ne? Das macht wahrscheinlich voll Sinn. Holz ist gut. Ja, die Krepine schon wieder alle. Haben den ganzen Tag nichts Besseres zu tun, als sich in den Freitod zu werfen. So. Da guckt mal einer Augen an hier. Da ist das ja hier schon fast fertig, die erste Hälfte der ersten Etage. Fällt bloß noch das ganze Glas. Nein. So, dann hol ich hier mal am besten auch gleich mal das Glas. Vier Glas? Ernsthaft? Oh, ja, war schon wieder falsch. Natürlich war das schon wieder falsch. Ja, komm. 64. Wie viel brauche ich nochmal? 5 mal 180 brauche ich. Genau. 180 brauche ich. Das heißt. Das brauche ich noch. Kein Platz mehr da. Sehr schade. Nehmen wir ein bisschen Sand hier. Kommst da rein? Nee, Quatsch. Oh, keine Kohle mehr hier. Danke. So, ja, alles und dann einmal Kohle rein und dann mal gucken, wie lange das reicht. So, dann habe ich jetzt, ich brauche noch viermal Glas mindestens. So, ich habe 60, vier brauche ich noch. Das heißt, ich brauche eigentlich nur gerade mal viermal Glas.
Aber ist ja letztendlich auch egal, weil ich muss halt immer mindestens 16 machen, weil es so ist halt die Staffelung. Von daher, was soll's. Ja, damit. Bam. Bam, bam. Wow. Okay, du mähst mir zu viel. Jetzt hat sich so ausgemäht. Alle weg hier. Alle weg. Einmal Reihe rum. So. Hatte noch Steine? Hä? Wie sagt ihr noch Steine? Kann man es mir irgendwann erklären? Vielleicht sollte ich erstmal die Holzdinger hochziehen, ne? Danke. Wobei, so viel Holz haben wir jetzt auch nicht, ne? Ach so, siehst du, wie hoch will ich die Etagen überhaupt haben? Will ich die überhaupt 6 Blöcke hoch haben, die Etagen, oder wäre das nicht zu hoch? Warte, wir gucken gleich mal hier. Problem ist ja beim Glas auch, man kann Glas nicht mehr abbauen. Ich sollte mal noch ein bisschen Erde mitnehmen, damit ich mich mal hier irgendwo hochbauen kann. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist schon ganz schön hoch. Weil, wie gesagt, das ist ja die Höhe, auf der gerade mal die Decke wäre. Das heißt also, das, was man jetzt hier sieht, ist wirklich die komplette Etagenhöhe. Und das ist doch schon ganz schön hoch. Andererseits, YOLO, ne? Ja, mich erklärt ein bisschen überfragt, ob wir das so hoch machen wollen. Ich sag mal ja. Kann sein, dass wir gleich sterben? Ja. Jetzt sollte man ein bisschen was essen hier. Das hier zum Beispiel. Das ist sehr healthy. Ja, eben hier brauche ich ja 7. Oha. Ja, klar, kriegt sich gleich 1,5 Herzen abgezogen. Eieieiei. Da kommt sie aus dem Essen gar nicht mehr hinterher hier. Du bist hier nur am Futtern. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na komm, ich brauche noch ein halbes Herzchen. Sonst sterbe ich hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alter, mach mal hin hier. Na los, danke. Das ist ein Rumgeherze hier. Ist ja herzlich am Arsch. Ja, wir brauchen definitiv nur mehr Holz. Unser Holz ist jetzt quasi schon dafür fast komplett draufgegangen. Das ist ja nicht so geil. Hier haben wir auch kein Holz mehr, ne? Nö. Ja. Wir brauchen definitiv zu viel. Warum ist hier hinten ein Holzklotz? Ach so, ja. Da. Ja, eben. Ist ja gerade mal die halbe Standfläche hier. Eieieiei. Das wird ein Spaß. So, jetzt müssen wir die ganzen Glasscheiben hier bauen. Ich habe noch keine Ahnung, wie wir das am dümmsten machen. Ja, ich glaube, so ist gut. Konzentrationsarbeit hier, ey. Sowas musste ich früher immer machen, wenn ich den Unterricht gestört habe. Als Strafarbeit hier.
Hä? Och nö, eine Reihe zu hoch. Ah, war ja klar. Ja, deswegen brauchen wir doch definitiv mehr Glas. Das ist ja geil. Leider muss man hier wirklich halt immer so extrem eng bauen. Also aufpassen, wo du hinklickst. Und das ist leider nicht so, dass du jetzt auch zum Beispiel etwas daneben klicken kannst und es dann automatisch trotzdem hochbaut. Das macht die Arbeit so natürlich extrem aufwendig, weil da halt immer diesen Dings davor, also hier diesen, ne, in der Flucht bleiben muss. Das ist natürlich schon aufwendig. Und wir haben tatsächlich zu wenig Glas. Ah ne, hier ist noch ein Stack. Dachte schon, ich habe mich verrechnet. Das wäre doch gar nicht möglich gewesen. Ich und mich verrechnen. Ha! Also ich rechne zumindest nicht damit, dass ich mich verrechne. So. Yeah, noch eine Seite, dann haben wir es geschafft. Woohoo. Schon ist das Ganze vielleicht leer. So, diesmal bitte nicht wieder zu viel bauen hier. Wobei danach brauchen wir ja kein Glas mehr, das heißt, wir auch egal. So, aber das, was wir dann noch über haben, noch ein bisschen als Reserve. So. Ja, wirklich geil aussehen tut das Glas jetzt auch nicht, ne? Ach, ich weiß ja nicht, du, ich weiß ja nicht, ob das Ganze nicht doch ein bisschen zu kacke ist. Ich weiß ja nicht, du. Kann ich dir nicht sagen, du. Habe ich noch keine Meinung von. So, mal pennen gehen hier. Pennen. Wird schon wieder dunkel in Berlin und Brandenburg und überall. Apropos. So, wir brauchen ja Holz. Wir brauchen tatsächlich endlich mal wieder richtig Holz hier. Du warst falsch. Ah, nee, die brauche ich halt gleich. Noch mehr bauen, macht das Sinn? Ich sag mal ja. Weil wir brauchen scheiße viel Holz. Also zumindest wäre es schön, scheiße viel Holz zu haben. So und noch eine. Sollte reichen. Okay, let's go. Da hinten ist ein Wald, den zerlegen wir jetzt. Komplett. Von oben bis unten. Und dann wieder zurück. Wir können ja gleich mal hier die Bäume direkt wieder anpflanzen, ne? Dann brauche ich mal hier einen freien Slot. Da und da. So. Nachhaltige Forstwirtschaft hier, ne?
Damit wir hier eine Sprache sprechen. Oh, was ist denn hier hinten los? Alter! Ich glaube, ich habe Geburtstag. Nice, du. Alter. Ich mache hier schon wieder Massenmord, ne? Ja, easy. Ich habe noch nie so einfach EP bekommen. Packen wir mal da hinten hin, dann können wir es gleich essen. Weil wir haben schon wieder nur noch 2,5 Herzen. Oder immer noch, keine Ahnung, wer weiß das schon. Die erste Spitzhacke schon wieder fast weg. So schnell kann das gehen. Habe ich jetzt hier gerade voll die Blume geköpft? Entschuldigung. So, wofür brauchen wir jetzt Saplings hier? Was ist los hier? Wo bleiben die ganzen Saplings? Naja, immerhin wieder 5 Stück bekommen. Hier gibt es auch noch ein paar Blätter, die können. Oh, Äpfel! Nice! Oh, wieder neue Saplings. Sehr schön. So, machen wir mal direkt weiter. Oh, Alter, schon. Da guckst du einmal nicht hin! Direkt wieder ist auch alles voll hier. Ich brauche hier mal einen Bademeister. Geht doch ja nicht hier. Da bist du nur noch am sauber machen. Nur noch am sauber machen bist du hier. Ach ja. Das hat man davon. Das ist schon direkt der nächste. Der Bombi ist aber auch nicht original, mein Klon, oder? Ich glaube mal, mein Klon 5 hat ganz schön viel Eigeninterpretationsarbeit geleistet. Da scheint vieles nicht original. Was macht der denn da? Alter, das sah ja gerade schon ein bisschen krank aus. So, welche neue Bäume pflanzen? Muss ja nachhaltig bleiben. Denn das A und O einer nachhaltigen Landwirtschaft ist, dass sie nachhaltig ist. Ich weiß, das wissen viele nicht, aber das ist genau das, wofür das steht, quasi. Ja. Ja, ich habe studiert. Ich weiß, man erkennt es sofort, aber bitte haltet eure Begeisterung im Zaun. Ja, danke. Danke, danke. Hier ist ja schon eine kahle Fläche. Was ist denn hier los? Wir brauchen mehr Bäume! Los, Bäume pflanzen! Ja, oh, reicht. So, sollte auch mit dem Holz langsam mal reichen. Oh ne, wir haben gerade mal ein Stack. Oha. Wenn gut, so viel Holz brauchen wir jetzt auch wieder. Obwohl doch für die ganzen Zwischenwände brauchen wir schon. Ganz schön Holz. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel
Na, eine Wand, ne, wieder 6x6 Felder, ganz klar. Und angenommen, wir haben jetzt so 10 Zwischenwände, da haben wir also 360 Holzbretter. Das heißt, wir brauchen 180 Holz. Ne, 90 Holz. 90 Holzblöcke. Meine Güte, brauchen wir viel Holz. Vor allen Dingen ja auch noch die Säulen, die Stützbalken für alles und so, ne? Die ganzen, die Hauptverstrebungen. Die sind ja auch alle da noch nicht mit einberechnet. Weißt du was? Wie wäre es eigentlich, wenn ich mir hier meine Woodcutting-Mod benutze? Bekomme ich hier die ganzen Blätter oder bekomme ich dann Tropfen Saplings und alles? Wenn ich jetzt hier so einen Baum damit umkülle. Ja, ich bekomme jetzt die ganzen Saplings und sowas, alles. Gut. Dann benutze ich jetzt auch mal die Woodcutting-Mod. Für die ganzen großen Bäume zum Beispiel. Denn ansonsten dauert mir das einfach zu lange. Ja, Mann, das geht doch schon gleich viel schneller. Easy. Belastet das war natürlich auch die Ding, die Axt wesentlich mehr. Oh, da ist so ein großer Baum. Aber dazu sind die Dinger ja da. So, der andere Baum war da, genau. Ja, so eine Woodcutting-Mod ist schon ganz praktisch. Spart einem schon viel Wartezeit. So, mal ein bisschen aufräumen direkt wieder. So, dann gucken wir mal hier ein paar Bäume abfällen. Guck mal, hier sind auch schon wieder ein paar große Bäume mit dabei. Das heißt, da haben wir schön was zu arbeiten. Ah, so kann man richtig schön hier scheffeln, ne? Ach ja. Boah, Alter, es regnet, es schneit, alles und noch mehr. Oh, jetzt noch ein Baum. Hat sich gut versteckt. Der Schlawiner. Hier sind auch noch ein paar ganz schön eng beieinander stehende Bäume. Auch leichte Beute.
Der Satz war aber jetzt doch relativ schnell genug Holz. Ja, das sieht doch gut aus, siehst du, hat sich doch direkt gelohnt hier. Bam, bam, bam. Sieht aber aus. Na dann, ab nach Hause. Haben wir erstmal genug. So. Aber wie gesagt, das Glas sieht echt mit diesen ganzen Dingern in der Mitte dann, diesen ganzen Querstreifen und so. Hier sind einfach too much. Was macht ein Schweine in meinem Haus? Oh, keine einzige vergammelte Kartoffel. Nee, ich würde gerne lieber wieder ein bisschen hier das anpflanzen. Alter, hoffen wir sind Blumen hier. Was ist denn los? Da. Tja, Schwein. Schwein muss man haben, ne? Rella. Perfekt. So. Gut, das heißt, wir können jetzt schon mal erstmal das Inventar aufräumen. Erstmal alles rausschmeißen, was nicht so nagelfest ist. Von den ganzen Blumen hier. Und die Kiste ist voll. Super. So. Jetzt folgendes. Wir brauchen. Erstmal das hier, damit wir den Fußball machen können. Dann brauchen wir Holz für die Wände und für die Säulen und die Zwischenwände. Und dann können wir eigentlich auch schon fast direkt das. Ich nehme gleich mal hier so noch ein Stack mit. Auch wenn es jetzt insgesamt gerade hier zu viel ist. Egal, keine Schaden. So. So. Und es wird dunkel. Er glaubte nicht. Sag mal, kann ich jetzt mal hier schon ich für deine Mutter Arsch. Ja, ich. Ja doch. So, machen wir jetzt wirklich mal eine Pause. Ja, genau, macht Sinn. So. Jutschen, dann würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge.